nachgefragt. Hallo liebe Viktoria-Fans, morgen steht unser Heimspiel gegen Tennis Borussia an. Es gibt wieder eine neue Runde nachgefragt. Heute beantworten unsere beiden Neuzugänge Jonas und Phil eure Fragen. Die erste Frage lautet, habt ihr euch gut in Berlin eingelebt? Ja, sehr gut. Ich war die ersten Tage ganz normal im Hotel und konnte jetzt auch schon meine Wohnung beziehen. Ich kenne Berlin natürlich auch schon, war oft mit Freunden hier, aber ja, Berlin gefällt mir sehr gut. Ja, bei mir war das im Grunde das gleiche Spiel. Ich war am Anfang im Hotel, habe jetzt aber seit gestern auch meine Wohnung, eigentlich direkt unter Jonas. Es trifft sich ganz gut. Ja, und jetzt geht's so langsam los dann. Phil, Datteln oder Dresden? Datteln. Jonas, was verbindest du mit Plauen? Mit Plauen? Ja, Familie. Auf alle Fälle auch die ersten Schritte im gehobenen Fußball, also im besseren Fußball. Ja, und allgemein Schulzeit alles. Dresden oder Berlin? Berlin. Bei dir? Kann ich noch nicht so genau sagen. Ich bin noch nicht ganz so lange hier. Was war euer erster Verein, in dem ihr Fußball gespielt habt? Bei mir war es SF Germania Datteln. Also ein ganz kleiner Verein kennt man jetzt nicht unbedingt. Bei mir war es die Spielvereinigung Zobis in dem Dorf, wo meine Oma lebt. Habt ihr schon immer auf euren jetzigen Positionen gespielt? Nee. Ja, wie gesagt, bei Zobis und bei Plauen habe ich davor immer im Zentrum gespielt, im Mittelfeld. Da war das noch alles ein bisschen einfacher, aber dann Großfeld bin ich dann immer weiter nach hinten und dann nach links. Bei mir war es eigentlich, im Grunde war ich am Anfang war ich Stürmer, dann bin ich nach Dortmund gegangen. Dann war ich auch noch Stürmer im ersten Jahr und im zweiten Jahr wurde ich dann auf einmal vom Rechtsverteidiger geschoben, also was ganz anderes. Dann bin ich ja von da bin ich weitergegangen nach Bochum, dann war ich auch erstmal auf dem Flügel, dann im Zentrum, also auf 10, offensives Mittelfeld. Ja, aber das war jetzt alles nicht so meine Position, deswegen bin ich dann da auch ganz schnell wieder weg und war dann beim neuen Verein wieder Stürmer. Warum habt ihr euch für Viktoria Berlin entschieden? Ja, wie schon gesagt, bei mir ging es ja alles ganz schnell. Aber ich hatte schon, bevor das alles feststand mit der Leihe, hatte ich schon oft gehört, dass Viktoria Interesse hat. Und ja, dann war für mich eigentlich auch die erste Option Viktoria. Und dann sind wir auch ins Gespräch gekommen. Und das hat auch alles gepasst. Deswegen war es auch ganz gut, dass Jonas dann vorher hier schon hingegangen ist. Da hat sich einfach angeboten. Bei mir war es nicht ganz so spontan. Ich habe schon länger geguckt. Was andere Vereine betrifft, aber für mich war eigentlich klar, dass ich auch nicht ganz so weit von zu Hause weg will. Und die Regionalliga Nordost ist da eben die erste Adresse. Und ja, Berlin ist natürlich auch eine schöne Stadt und der Verein bringt auch viel mit sich. Was ist euer persönliches Ziel in dieser Saison? Mein persönliches Ziel ist, auf sehr viel Spielzeit zu kommen, dem Team zu helfen und ja, persönlich auch zu ein paar Toren auf alle Fälle beizusteuern. Ja, bei mir ist es im Grunde ähnlich. Also ich möchte mich bestmöglich weiterentwickeln. Natürlich so viele Tore zu schießen, wie es nur geht. Und ja, dann im Grunde, was Jonas auch gesagt hat, dem Team bestmöglichst weiterhelfen, dass wir unsere Ziele auch erreichen. Wer von euch hat den besseren Kleidungsstil? Ja. Da gehe ich fürs Team, sage ich Jonas. Ja, ich bin auch von mir überzeugt. Wenn ihr ein Getränk wärt, welches wäre das? Eigentlich schon Wasser. Einfach, man weiß, was man kriegt, aber ist gut. Das ist schwierig. Ich sage trotzdem Apfelschorle, weil das ist eigentlich ähnlich. Apfelschorle schmeckt immer. Wenn ihr ein Tier wärt, welches wäre das? Boah. Das ist schwierig. Ich glaube, ich wäre so ein richtig fauler Hund. So ein Haustier. Ja. Wird sich drum gekümmert, wird gepflegt, alle kümmern sich drum. Das wäre, glaube ich, schon ganz gut. Wird gefüttert. Ja. Ja, mit der Antwort gehe ich auch mit. Bei mir sogar noch lieber Katze, muss man gar nicht erst raus.
Habt ihr einen Lieblingsverein? Wurde mir von meinem Vater so vorgelebt, Bayern, Bayern München. Verfolge ich, war auch schon oft dort. Bei mir das gleiche Spiel. Ich bin auch Bayern-Fan. Von klein auf. Alles von meinem Vater beigebracht. Und es war auch kein Fehler. Das sagt ihr mir jetzt. Also. Habt ihr einen Lieblingsspieler oder ein Vorbild? Ja, wegen Bayern war es bei mir Bastian Schweinsteiger und positionsbezogen jetzt auch David Alaba. Bei mir war es immer ein bisschen schwieriger. Ich habe aber eigentlich immer Ibrahimovic genommen. Ist auch ein Weltklasse-Spieler. Ja. Ist Dynamo Dresden ein Verein, den ihr im Herzen tragt? Ja, ich finde schon, weil Dynamo uns eigentlich so die Möglichkeit gegeben hat, uns im Herrenbereich so die Anfangsschritte zu geben. Das war ja auch der Verein, der uns dann unseren ersten Profivertrag gegeben hat. Deswegen auf jeden Fall. Kann ich mich auch noch anschließen. Ist genauso. Bei mir war ja dann, ich war auch noch ein Jahr länger dort, wie viel. Hab dort im Internat gelebt und genau, das war der erste Schritt von zu Hause weg. Deswegen auf alle Fälle wird immer in Erinnerung bleiben und auch immer einen Platz im Herzen haben. Habt ihr ein Ritual vor dem Spiel? Ja, aber nur beim Frühstück eigentlich. Weil früher hat mir mein Vater immer Brötchen geholt, hat Rührei gemacht mit Speck drauf. Und dann lief es eigentlich auch immer ganz gut. Und das habe ich jetzt so ein bisschen beibehalten. Bei mir ähnlich, auch nicht direkt vorm Spiel, aber den Abend davor auf alle Fälle Nudeln essen. Also auch kein Reis oder irgendwas anderes, immer Nudeln. Mit was? Unterschiedlich. Hähnchen meistens, Pesto oder Tomatensauce. Wir spielen jetzt noch eine Runde. Wer würde eher mit euch beiden? Wer würde eher einen Fake-Account anlegen und ihn nutzen? Jonas. Wer würde eher bei einem Film weinen? Ich. Ich. Du auch? Junge. Bei welchem Film habt ihr schon mal geweint? König der Löwen. Southpaw. Das ist ein Boxerfilm. Wer würde eher klauen? Auch nicht klauen. Noch nie geklaut? Nein, nein. Macht man nicht. Wer würde eher einen Bungee-Sprung machen? Ich. Du auch? Ich sag auch Jonas, weil ich glaube. Ja, weiß nicht. Das war nicht so mal. Wer würde eher von der Polizei angehalten werden? Ich. Wer würde eher seinen Instagram-Account löschen? Jonas. Nee, Phil. Also die Trainingswoche liegt jetzt hinter uns. Was glaubt ihr, erwartet uns morgen gegen Tennis Borussia? Es wird ein sehr hartes Spiel, ein enges Spiel. Beide Mannschaften haben noch kein Mal gewonnen dieses Jahr. Deswegen müssen oder wollen auch beide unbedingt und ja. Also ich genauso, aber ich glaube, wir sind gut darauf vorbereitet und werden den Kampf annehmen und ist auch deutlich für uns entscheidend am Ende. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Mama und meinen Papa. Ich grüße meinen kleinen Bruder Janne und Kev. Bevor ihr hier. Ja, aber nur wegen In Dresden. Dresden. Das sonst müssen hätten, wir halt sonst hätten wir uns halt nicht kennengelernt. Ja, so, deswegen. Weil aber wart ihr denn als Phil Jonas? Nein, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt. Ja, es Wart ist ihr ja denn nur wegen jetzt Dresden. befreundet oder nur Ja. so? Okay. Habt Also, ihr es auch hat mal mir was so. gemacht, privat zusammen? Ja, natürlich. Doch, eine Wir haben Zeit so zusammen gewohnt. Echt? Ja. Der hat sich eingenistet bei mir. Ich musste. Und jetzt hat es aber nicht gereicht von der WG. Nee. Aber fürs gleiche Haus. Ja, du. Nein, du. Nein, du. Wer würde eher so tun, als hätte er den Witz verstanden, obwohl das nicht der Fall ist? Jonas. Ja, ich.